Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu RimWorld, meine lieben Freunde. An meiner Seite sind der gute Doc, der gute Doc, die gute Oppi und der gute Cass, ist glaube ich sogar richtig. Und wir sind hier wieder zu Gange. Die anderen vier, die sind unterwegs, die befinden sich hier auf der Landzunge in Richtung Heimat. Und dann schauen wir mal, was sie mitbringen und ob sie alle wohlbehalten wieder in der Kolonie ankommen. Cass ist jetzt gerade hier am Einschmelzen, hat auch keine negativen Gefühle momentan. Das ist gut, weil wir müssen hier ein bisschen Sachen einschmelzen, hat keinen Sinn. Und meine Hunde holen dann auch immer direkt noch Metallschrott. Ich frage mich nur gerade, boah, was ist denn jetzt los? Karawane wird schon wieder überfallen. Ein Luchs wurde zahm. Euer Ernst? Alter, wir haben einen fucking Luchs. Was heißt das denn jetzt? Ich meine, das ist kein häufiges Tier, oder? Ein Luchs. Ich meine, ich würde mir gerne Luchse züchten. Das sind, glaube ich, ganz, ganz ordentliche Biester. Steht da, wie viel Damage die machen? Nahkampfschaden pro Sekunde 3,66. Trainierbarkeit Mittel. Was machen meine Wölfe? Eh geiler, oder? Geiler. Zählen. Warlock. Nicht ganz so viel Damage. Beschnüffelintervall? What? Okay. Trainierbarkeit. Ja. Lux wird abgeschlachtet. So, was ist jetzt hier los? Von einem Huhn? Wollt ihr mich verarschen? Von einem fucking Huhn? Und dafür wird meine Karawane wieder aufgehalten. Da krieg ich schon wieder einen Klack, ne? Ein Schuss. Ein fucking Schuss. Leute. Das ist aber krass, wie gut meine Leute hier sind. Ist hier irgendwas mitnehmen können, außer das Huhn? Ne, ne? Ne, nicht so richtig. Ah Gott, Karawane. Was geht los jetzt? Weißt du, dafür bleiben die stehen. Wegen diesem Scheiß wieder. Wir gehen weiter, das ist gut. So, Oppi hämmert sich hier weiterhin durch. Wir müssen jetzt mal hier gucken, wo ist denn, warum kann ich das denn Zone erweitern? So, das ist dann schon mal eine größere Zone, dann können wir hier nämlich auch schon wieder, warte mal, Fleisch verbieten und Tierleichen verbieten. So, wichtig. Das ist auch wichtig. Wird dann bei Zeiten umgetragen, würde ich sagen. Ist ein warmer Winter, habe ich das Gefühl. Ist recht warm. Es war dieser eine Kälteeinbruch, der krasse. Aber ansonsten ist es einigermaßen erträglich, würde ich fast sagen. Müssen wir eigentlich noch einen Boden hier mal in unser Lager räumen, oder? Bauen. Da ist der Luchs. Da ist der Luchs. Kann Oppi den ermorden? Hier? Schlachten. Ich meine, der frisst uns sonst einfach nur. Warum hat der das Wölfe? Ah ne, der hat unbegrenzt. Ja, irgendjemand wird ihn ermorden. Er schläft jetzt so schön bei den Timberwölfen, aber das wird nicht lange anhalten. Katzen haben hier einfach nichts zu suchen. So einfach ist es. Katzen haben hier nichts zu suchen in meiner Kolonie. So ist es. So. Ja. Das läuft alles hier seinen gewohnten Gang. Also es sind sehr viele Tiere gerade hier, die man schlachten könnte. Aufgabe Gefangener. Ey, was ist denn? Ich werde zu geballert mit Aufgaben und wahrscheinlich wieder die Asems, oder? Der Pierre, was? Rette ihn und er ist 71 und Glitzerwelt-Empath. Ah, der Pierre, auf gar keinen Fall. Wirst du vielleicht nie wieder was von Del Pierre hören.
Das ist doch mein Ziel! Del Pierre, wo hast du dich jetzt verschanzt? Du bist doch irgendwo hier verschütt gegangen. Da! Da ist Del Pierre! Er ist wieder zurückgegangen, hat unser Lager aber offensichtlich nicht gefunden. Ach, sehr gut. Del Pierre, mein alter Freund. Ein Handelsschiff. Kann ich das jetzt kontaktieren? Warte mal, jetzt will ich mal gucken hier. Kann da... Hier. Was? Großhändler kontaktieren. So, das machen wir jetzt mal. Wir sind mal gespannt. Habt ihr mir ja auch schon häufig geschrieben, dass es so geht. Wird jetzt mal Zeit, das auch mal auszuprobieren. Damit du Gegenstände oder Silber zu einem Händler schicken kannst, musst du ein orbitales Funkfeuer platzieren und ein Lager in Reich. Das haben wir ja gemacht, soweit ich weiß. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit Maffe los? Kann ich die auch wegbeamen? Alter, wie wenig wert sind denn Maffe los, wenn ich die da wegbeame? Eine Kuh? Ach nein, die verkaufen eine Kuh. Ich dachte gerade, hä? Die verkaufen Stiere, Alter. Aber ich könnte halt Maffelos echt mal weggeben, ey. Was hast du so viele Maffelos? Hier zweimal Maffelo-Männchen. Zweimal Maffelo-Männchen, Alter 1. Dann Pippi, Maffelo, Weibchen, Alter 1. Ist nicht so viel wert, obwohl sie trächtig ist. Das kann doch nicht sein. Junge, Maffelo, Männchen. Na, Günther hier noch, der ist 13. Ja. Ich glaube, das reicht so. Aber kann ich bei denen, kann ich Neutramin kaufen vielleicht? Ja. Wir brauchen Neutramin, 50. So. Neutramin auf jeden Fall. Bauteile nehmen wir auch alle. Stoffe brauchen wir überhaupt nicht. Klarstahl. Hier, Penox wäre nicht schlecht. Was kostet denn das teuer? Aber damit meine Leute nicht krank werden, kann man das auch nochmal auffüllen. Aber hier, ich kann Kleidung verkaufen. Sehr gut. Leute, ich mache jetzt mein Lager leer. Wir haben ja massig Stoff und gelötet, weißt du? Ich mache jetzt mein scheiß Lager mit Kleidung weg. So, und da kann ich ja eigentlich auch noch... das Bier, was ist denn mit... Bier kaufen die nicht, oder was? Bier verkaufen die nur. Okay. Das ist ja mal ein geiler Handel hier, ey. Das wird ja mal geil. Plastahl. Brauchen wir noch mehr Plastahl, ist die Frage. Sollen wir nochmal 50 Plastahl einkaufen? Stahl. Genau, ich könnte Stahl einkaufen. Weil wir ja nicht so viel haben insgesamt. Und ja noch nicht wissen, was jetzt Sache ist. Einfach mal Stahl kaufen. Ist das sinnvoll? Leute. Ich habe das Gefühl, das ist sinnvoll. Na, einfach nochmal Stahl hier reinballern. Kriegt er noch? Ein junges Muffalo kriegt er noch. Oder zwei? Was haben wir? Wir haben drei Weibchen, die sind trächtig da noch. Wir haben dann noch den Günther. Und ein junges. Zwei Junge. Machen wir zwei Junge weniger. Warum wollen die meine Wölfe eigentlich nicht? Machen wir mal 100 Neutramin. Ich überlege halt, die Hightech-Bauteile hier noch zu kaufen. Ihr werdet mir jetzt eh wieder sagen, wie, du kannst doch Silberbauteile herstellen. Ja, ich hab kein Stahl.
Und ich meine, ob ich jetzt Silber da liegen habe oder irgendwas, was ich brauchen kann, ist doch... Entschuldigung, ich musste gerade niesen im Übrigen. Ist doch auch dann egal, oder nicht? Hier, Muffalo-Wolle. Verkaufen wir auch nochmal. 500. Hallo? Hallo? Ach, kann ich nur... Nee. 500. Ach, minus. So. Minus 500. So. War ja auch massig einfach. Muffalo-Wolle. So. Warte mal. Lecker hier kaufen. Stahl Penox. 20 Penox. Reicht es? Kann ich Penox wahrscheinlich auch irgendwann selber herstellen, ne? Keine Ahnung, woraus. Hier Stoff. Kann auch nochmal minus 1000. Ich habe so viel Stoff auch. So. Da könnte ich ja jetzt hier auch mal die beiden Hightech-Bauteile kaufen. So, dann haben wir 4. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kriegen noch 2000 Silber obendrauf momentan. Habe ich jetzt irgendwas Dummes verkauft, was ich nicht verkaufen sollte? 4 Muffalos weniger, voll easy. Das ist gechillt. So, dann Stoff weniger. Ist in Ordnung. Haben wir da noch 1300. Muffalo-Wolle weniger. Ist in Ordnung. Dann die ganzen Kleidungsstücke. Vollkommen in Ordnung. Wir machen neue. Ja, komm. Perfekt. Alter. Was geht ab? Wie krass ist das denn? Oh. Was liegt hier an Wert? Was liegt hier an Wert, liebe Freunde? Das ist ja unglaublich. Wir sind reich. Und jetzt ist das Lager leer. Hier sind aber immer noch ein paar Sachen. Die konnte ich die nicht verkaufen, oder was? Ein paar Sachen sind noch da. Egal, ist nicht schlimm. Aber das war doch mal geil. Kann ich den jetzt eigentlich noch weiter? Könnte ich sogar weiterhin kontaktieren. Bis der weg ist wahrscheinlich. Das ist doch geil. Das ist ja wohl mega. Das ist das Beste, was ich seit langem bei RimWorld gemacht habe. Das muss ich mal sagen. Das hat mega Laune gemacht jetzt, der Handel. Einfach mal richtig krass handeln. So, warte mal, Cass. Da wir jetzt trotzdem, wir haben zwar Stahl gekriegt, aber du wirst trotzdem weiterhin hier einschmelzen jetzt mal. Und jetzt sind auch ein paar Muffalos endlich weg. Jetzt wird auch nicht mehr so viel Stroh hier verbraucht. Jetzt haben wir hier noch, wen haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben noch Muffi, wir haben Isolde, Günther, Pippi und ein junges Muffalo. Warte mal, die... Sollte man noch irgendwo benennen, oder? Hier. Rheingard. Was ist Rheingard? Ist doch mal ein Typ, oder? Ja, Männchen. Ich glaube, dann kommen jetzt noch ein paar Weibchen. Wir brauchen ein junges Weibchen. Und dann können wir mal eine neue Generation quasi ansetzen. Hier hört jetzt auf den Namen Rheingard. Sehr gut. Oppi kämpft sich hier weiterhin durch die Kälte. Hat aber auch einen dicken Parker an, glaube ich. Von daher alles in Ordnung. Hier liegt noch Fleisch, was weggebracht werden müsste. Alter, was ist eigentlich mit dem Hopfen? Und manche Hopfen kurz vorm Zerbröseln. Wo wird ein Neutramin eigentlich gelagert? Noch nirgends, nicht? Aber das wird noch irgendwo hingebracht. Meine Hunde bringen auf jeden Fall hier schon mal ein paar Sachen weg. Stahl jetzt wieder 1000, das ist gut. Mehrere Bauteile. Ah, Leute, sehr, sehr gut. Ich habe dann nur das Gefühl, Neutramin wird nur so. Vielleicht soll ich hier... Hier ist er noch. Ah ne, das sind meine Penox-Pillen. Vielleicht soll ich hier einfach Neutramin erlauben. Boah, wo finden wir das denn bei? Ist das ein Rohstoff? Bei... Ich hätte jetzt hier gesagt, aber... Ah, wo gibt's denn bitte Neutramin? Körperteile, Waffenkleidung, Rockenleichen, nee. Hergestellt?
Jetzt für die Medizin? Nee. Aber ich glaube, da, Neutramin. Das kann dann hier hin. Oh, jetzt haben sie es irgendwo hingebracht. Jetzt steht's hier. Ja. Gut, ist ja egal. So, wann kommen meine Leute mal an hier? Ah, da sind sie. Einen Tag noch vielleicht oder sowas. Immer grob geschätzt. Muffy hat ein Junges zur Welt gebracht. Na also, da ist er. Ein Weibchen. Sehr gut. Dann nennen wir sie mal Reingard. Mit D aber in dem Fall. So, dann haben wir Reingard und Reingard. Was heißt denn Rotfuchs? Ach so, der hat ein bisschen Damage gekriegt. So, also. Reingard und Reingard sind jetzt da. Übrigens, Warlock ist natürlich sehr verbunden mit Cass. Da ist sogar Liebe. Da ist Liebe im Spiel. Da müssen wir auch bald Cass sehen, dass wir wieder die Steine kloppen. Wir haben wieder ein paar Steine, da wird schon wieder bei den Muffalos Liebe gemacht. Ein paar Steine zu viel. Wir haben ja eigentlich hier, wir haben massig Marmorblöcke, wir haben Granit 200 und aber am meisten Kalkstein. Also wenn ich Fallen mache, müssen wir uns dann daran orientieren, dass wir Kalksteinfallen machen. Ist denn gerade Nietzsche-Falle und Kalkstein-Falle gleich? Nee, Granit macht nochmal 5 mehr. Das ist doch blöd. Muss echt mal diesen Tiefenscanner bauen. Dann konntest du wieder da ist. Na, wir müssen erstmal gucken, ob wir die nochmal losschicken oder ob wir bauen. So, der Großhändler ist jetzt wieder außer Reichweite. Macht nix. Wir haben ja geilen Stuff haben wir eingekauft. Und wir sind jetzt reich im Übrigen auch. Wir haben 4700 Silber. Hatten wir, glaube ich, noch nie am Konto, oder? Nicht sicher, aber ich meine nicht. Und 4 Hightech-Bauteile. Dachte ich bis gerade, als ich das angeklickt habe und es mit 2 anzeigte. Habe ich die nicht gekauft? Ah! Da! Okay, die sind eigentlich bei beiden erlaubt. Kurzer Schock. Oh, hier, guck mal, der ist angeschlossen. Das muss ja nicht sein. Wenn wir keinen Strom verbrauchen. Aber Muffalo mal ausgedünnt, das war, glaube ich, wichtig. Das war wichtig. So, ich glaube, heute kommen die an. Ja, heute kommen sie an hier. Heute kommen sie an. Die Karawane ist wieder da. Da müssen wir mal überlegen, was wir machen hier. Auf jeden Fall müssen wir erstmal kochen ein bisschen, glaube ich. Ein bisschen kochen wäre nicht schlecht. So, wenn beide gleichzeitig kochen, dann wird das doch. Das Eichhörnchen hier irgendwo unterwegs. Da. Verrückt. Jetzt oder was? Ernsthaft jetzt? Wo meine Leute zurückkommen? Jetzt lösen wieder alle Fallen aus. Ich bin kotzen. Wohin wollen die denn jetzt? Wie viele sind das denn? Hier so verrückt rumrennen. Das sind ja schon 5, die jetzt hier sind. 1 schon, 2 schon tot. Ja, komm, ey. Mit so Eichhörnchen ist nicht gut Kirschen essen. Das kann ich aber schon mal garantieren.
Aber okay, das müssen wir durch, weil die kommen ja jetzt gleich an. Die sind ja gleich da. Dann kriegen die erstmal hier die Eichhörnchen in die Ohren. Aber vielleicht rennen noch ein paar jetzt hier durch die... Da ist das nächste durch. Zack. Der greift an! Was geht mit dem denn ab? Der will auch eine Schiebkugel jetzt da rein, oder was? Also, wir bauen jetzt Kalksteinfallen hier mal hin, oder? Das ist also sinnvoll. Scheiße, da unten drauf. Die sind halt jetzt mal nicht ganz so krasse Fallen, aber für so Tiere reichen die ja wahrscheinlich. Gut, hier werden jetzt nochmal Stahlfallen aufgebaut. Nee, egal. Was macht Cass da? Man weiß es nicht. So, sind die jetzt alle tot, die Eichhörnchen? Behandlung benötigt? What? Alter, wie ist das hier reingekommen? Was geht denn jetzt ab? Kopfbiss. Rechtes Bein, linkes Bein, linker Fuß. Tot in 20 Stunden. Alter, was geht denn ab? Cass, ey. Lässt er sich da von einem Eichhörnchen aber sowas von abmurksen, ey. Und wehrt sich auch nicht von sich aus. Wartet erst auf meinen Befehl. Was geht? So, hier. Einmal behandeln. Warte mal, reicht Kräuter? Nee, der kriegt jetzt einmal hier richtige. Für die ganze Scheiße. Einmal richtige Medizin. Karawane bei Kolomos doch so angekommen. Da sind sie wieder! Woo! Alle sind wieder heil da. Sehr gut, es hat alles funktioniert und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Dann kann in der nächsten Folge hier mal wieder ein bisschen was gemacht werden in unserer Kolonie. Ich sage jetzt mal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Brilli. Ciao Leute, macht's gut.